Musikgenuss auf hohem künstlerischen Niveau. Das Ensemble Minuit gastierte im Schlosstheater von Laxenburg, wo seit 44 Jahren und zur Freude des treuen Publikums der klassischen Musik gehuldigt wird. Im Jahr 1756 eröffnet, wohnte schon Wolfgang Amadeus Mozart der Aufführung seiner Oper Die Hochzeit des Figaro hierbei. Damals wie heute schätzen Musikliebhaber die exzellente Akustik des Saals. Der inhaltliche Schwerpunkt ist Qualität. Uns geht es sehr um eine große Bandbreite und das schätzt auch unser Publikum. Und das versuchen wir mit immer neuen Ideen und neuen Projekten hier zu verwirklichen. Es ist unheimlich eine tolle Musik und unser Intendant Bernhard Schneider schafft es schon, hier eine tolle Mischung zu bringen zwischen normaler Klassik, aber auch modern interpretiert und ganz tolle Künstler bringt mit viel Schwung. Und ich denke, das kommt beim Publikum sehr, sehr gut an. Im Jahr 2015 gründeten 9 Musiker des Kärntner Symphonieorchesters das Ensemble Minuit. Große Opernwerke reduziert auf nur 9 Instrumente? Das hielten viele für unmöglich. Doch Minuit beherrscht die Kunst der Reduktion und lässt die Instrumente singen. Ich hatte damals die Idee, nach einem Schubert-Oktett-Konzert eine Flöte dazuzunehmen. Und dann sind wir eigentlich draufgekommen, welche Möglichkeiten so eine Besetzung bietet. Auf der einen Seite dieser feine kammermusikalische Klang, auf der anderen Seite doch sehr orchestral. Und wir haben dann einfach experimentiert und dadurch sind wir dann im Laufe der Zeit draufgekommen, es ist eigentlich die Opernmusik, die uns sehr am Herzen liegt. Das Publikum ist immer sehr, sehr überrascht eigentlich, weil sie sagen, wie ist das möglich? Ihr seid ja nur zu neunt und auf einmal kommt so eine Wolke, eine Klangwolke daher. Es ist auch sehr interessant, einmal diese großen Gefühle, um die es ja immer geht in der Oper, rein puristisch quasi reduziert auf das Musikalische zu hören. Und das ist das, was dieses Ensemble unternimmt und was ihr Ziel ist. Und auch für Kenner der Opern, glaube ich, ist das ein sehr interessantes Hörerlebnis, einmal in dieser Transparenz von Kammermusik diese sehr bekannten Melodien zu hören. Man ist gewohnt, die Stücke auch mit Sänger und mit einem Dirigent zu erleben. Und das war quasi ein bisschen unsere Herausforderung. Wir wollten diese ganz schönen Werke, die wir hauptsächlich vom Graben erlebt haben, wir haben ja die Sänger begleitet, nicht? Wir wollten mal selbst auch die ganzen schönen Stimmen singen auf unseren Instrumenten und frei sein von Dirigenten oder Dirigentinnen, die uns quasi sagen, was wir zu tun haben, wollten wir selbst die Musik gestalten. Die Konzerte im Schlosstheater Laxenburg bieten auch Gelegenheit, klassische Musik für sich selbst zu entdecken. Der Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran. Für mich ganz wichtig ist einfach so ein bisschen diese breite Mischung, die wir hier hereinbekommen. Also wenn etwas schwungvoll ist, mit guter Laune, viel Melodie, was einen mitnimmt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ansonsten bin ich für alles offen und für alles zu haben, was die Musik betrifft.